Hi Leute, SimRacer Max wieder am Start. Das zweite Testrennen habe ich gerade bestritten in der Virtual Racing e.V. von der GT Competition 2017. Diesmal stand Silverstone an und ich muss sagen, Silverstone ist einfach nicht meine Strecke. Also ich kam zwar ziemlich gut dafür zurecht, aber insgesamt ist es wirklich nicht einfach. Also nee, mag ich nicht so. Ich wurde ja letztens von einem Zuschauer gefragt, ob ich nicht mal so einen kurzen Kommentar vor dem Rennen jeweils abgeben kann. Dem Aufruf bin ich jetzt einfach mal nachgekommen. Wäre halt schön, wenn er das nochmal kommentiert, ob er das gut findet, schlecht oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, Themen, die ich noch vorher abhandeln kann, was euch da so interessiert. Und ja, im Endeffekt wollte ich jetzt nochmal kurz ein bisschen das Rennenrevue passieren lassen. Der Start lief eigentlich ziemlich gut. Kam sehr gut durchs Feld durch, werdet ihr ja gleich nochmal sehen dann in der Aufnahme. Nachdem dann so 4-5 Runden vergangen sind, hat sich das dann alles ein bisschen eingependelt. Ich kam nicht wirklich nach vorne und meine Hintermänner kamen aber auch nicht richtig näher ran. War jetzt auch kein sicherer Abstand, aber hat auf jeden Fall gereicht, dass sie nicht vorbeikam. Und so pendelte sich das dann erstmal ein. Bis zur 35. Rennminute circa, also 25 Minuten waren dann noch auf der Uhr, oben zu fahren, und da bin ich dann an die Box, und danach lief das Auto auch echt wieder sehr, sehr gut, natürlich durch die neuen Reifen, und dann kam es echt zu sehr, sehr schönen Kämpfen, muss ich sagen. Die haben echt Spaß gemacht, waren auch super fair. Hätte nicht gedacht, dass der Porsche so viel Power da drin hat, und bis zum letzten Kampf gegen den Jakob T., in der letzten Runde, wo ich jetzt natürlich nicht sagen werde, wie das ausgeht, das sollte natürlich selber am besten gucken, aber der war auch nochmal echt spannend. Und ja, also macht auf jeden Fall Mut für nächste Woche, denn da ist ja dann das richtige Rennen, das zweite Rennen der GTC, und mal gucken. Also jetzt war ja auch ein gemischtes Grid mit Grid 1 und Grid 2 Fahrern und Grid 3 Fahrern natürlich bei so einem Testrennen. Pace war eigentlich ziemlich gut, fand ich dafür. Aber schaut einfach selber rein, guckt euch jetzt die Aufnahme an, gebt mal danach noch einen Kommentar ab und schaltet auf jeden Fall dann natürlich nächste Woche auch wieder ein, wenn dann das richtige Rennen vonstatten geht. Also viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!